Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 104 und 105. Das ist die jeweils dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten Hessisches Grundsteuergesetz und die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung Hessisches Grundsteuergesetz. Beides Mal ist der Berichterstatter der Kollege Michael Reul. Wollen wir das so machen, dass der Kollege Reul Bericht erstattet und dann einfach auch beginnt? Ja? Dann haben wir, oder wollen wir das nicht? Nee, okay, dann machen wir das anders. Dann machen wir Berichterstattung, und dann kommt der Kollege Reul irgendwann später, und dann fängt Frau Dahlke dann an. Nein, nein, gegen neun machen wir gar nichts mehr hier, da ist zu. Machen wir das Licht aus, da ist zu. Also ihr habt jetzt noch 2 Minuten hier pro Fraktion, ne? Das ist auch klar ist. Redezeiten sind sehr gekürzt worden jetzt. Ja. Das ist nämlich der letzte Tagesordnungspunkt für heute, und dann ist Weihnachten. Kollege Reul, bitte Berichterstattung. Herr Präsident, ich gebe Gas. Ich berichte zu der Drucksache 20-6943. Das ist der Antrag der Freien Demokraten. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und DIE LINKE gegen Freie Demokraten bei Stimmenthaltung der AfD. Berichterstattung 20-6944, das ist der Gesetzentwurf der Landesregierung. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in dritter Lesung unverändert anzunehmen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen gegen SPD, AfD, Freie Demokraten und DIE LINKE. Herzlichen Dank. Vielen Dank, lieber Kollege Reul. Dann darf ich jetzt das Wort erteilen der Kollegin Dahlke für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Heute können wir als letzten, also voraussichtlich letzten Tagesordnungspunkt in diesem Jahr und gleichzeitig noch wunderbar rechtzeitig die neue Grundsteuerregelung für Hessen beschließen. Und die zweite Lesung liegt ja noch nicht einmal eine Woche zurück, also kommen hier jetzt noch einmal die Highlights und Kernpunkte des Grundsteuergesetzes der Landesregierung. Erstens. Das neue Modell ist einfach, da nur 3 Angaben gemacht werden müssen, und davon profitieren die Steuerpflichtigen und die Menschen in der Finanzverwaltung. Wenn ihr jetzt jedes Mal klatscht, schaffe ich es nicht mit den 2 Minuten. Zweitens. Es ist gerecht, weil durch den Lagefaktor neben Größe und Nutzungsart auch Unterschiede innerhalb der Kommunen abgebildet werden. Und es macht eben einen Unterschied. Ihr wisst schon das Beispiel, ob mein Grundstück in Frankfurt-Salzheim oder Frankfurt-West entliegt. Und der Lagefaktor ist drittens auch noch verständlich und nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, denn er beruht auf von Gutachterausschüssen erstellten Bodenrichtwerten. Viertens gibt die Landesregierung mit der neuen Grundsteuer C den Kommunen ein sehr gutes Mittel in die Hand, um gegen Wohnraummangel in Ballungsräumen vorzugehen. Wir freuen uns über das sehr hohe Interesse an der Grundsteuer C, und wir hoffen, dass viele Kommunen davon dann auch Gebrauch machen werden und über die Grundsteuer C Anreize zur Baulandmobilisierung in ihren Kommunen setzen werden. Das Modell von Olaf Scholz, oder vielleicht muss man es jetzt auch Christian-Lindner-Modell nennen, also jedenfalls das Modell des Bundesfinanzministers, das wollen wir nicht, denn es ist hochkomplex, extrem schwierig umzusetzen, sehr streitanfällig und in seiner Detailgröße der Steuer aus unserer Sicht nicht angemessen. Und vor diesem Hintergrund werben wir um Zustimmung zum Entwurf der Landesregierung, damit die Neubewertung der 3 Millionen hessischen Grundstücke starten kann. Und ich bin unter 3 Minuten geblieben und wünsche schöne Feiertage und vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dahlke. Sehr beeindruckend. In der Tat 1,53. Das legt ganz schöne Marken hier vor. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Esther Kalvaram für die Fraktion der SPD. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Nein, um Gottes Willen. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! In der zweiten Lesung am letzten Mittwoch, also seit der zweiten Lesung am letzten Mittwoch, Frau Dahlke hat es schon gesagt, hat sich im Grunde nichts geändert. Denn wir finden den Gesetzentwurf der Landesregierung immer noch enttäuschend. Wir sind immer noch der Meinung, dass das Modell, und das ist immer noch von Olaf Scholz, das bessere, wenn auch vielleicht aufwendiger umzusetzende Modell ist. Weil uns geht es immer noch um Steuergerechtigkeit.
Und es gilt immer noch, der hessische Sonderweg in der Grundsteuer wird Mieter belasten und Reiche begünstigen. Der Finanzminister hat es bis heute, und wir sind in der dritten Lesung, nicht vermocht, schlüssig zu erläutern, womit er eigentlich das willkürlich politisch gesetzte Flächenfaktorverfahren empirisch belegen will. Die Kollegin von den Grünen, Frau Dahke, freut sich über die Zustimmung der Immobilienwirtschaft und überhört die Stimmen, die wie die Steuerberaterkammer das Modell von Olaf Scholz für das Genauere halten oder wie der DGB den Bezug auf den tatsächlichen Wert der Immobilie fordern oder wie Prof. Dr. Löhr von erheblichen Zweifeln an der Verfassungskonformität des Entwurfs sprechen. Das werden im Zweifel, das räumt ja auch der Finanzminister ein, Gerichte klären. Wir jedenfalls haben gewarnt. Bleibt der Änderungsantrag der LINKEN, der uns diese dritte Lesung ja beschert hat? Lieber Herr Schalauske, wir haben ja in der Anhörung die Stellungnahme des Netzwerkes für gemeinschaftliches Wohnen Frankfurt gehört. Also ich habe sie zumindest gehört. Die CDU und die Grünen haben ja vielleicht gerade mal wieder weggehört. Ihre Fraktion hat nun wesentliche Teile der Stellungnahme wortwörtlich in die Antragsbegründung übernommen. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass Sie wollen, dass die Stellungnahme des Netzwerkes hier noch einmal mehr Nachdruck verliehen wird. Aber dieser Änderungsantrag sorgt nicht dafür, dass das Gesetz als solches gerechter für alle wird. Ja, genau. Deshalb werden wir uns, wir haben es ja schon im Ausschuss gemacht, beim Änderungsantrag enthalten. Den Gesetzentwurf oder beide Gesetzentwürfe lehnen wir auch weiterhin ab. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kalveram. Auch das war eine tolle Zeit. Nächster Redner ist der Kollege Jan Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. So. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute dritte Lesung. Das Grundsteuergesetz, die Entwürfe von FDP einerseits, CDU und Grünen andererseits. Wir haben natürlich in den ersten beiden Lesungen Argumente intensiv ausgetauscht. Aber jetzt haben die Vorrednerinnen und Vorredner alle noch einmal ihre Argumente kurz genannt. Will ich das auch tun? Beide vorliegenden Gesetzentwürfe sind Flächenmodelle. Sie richten sich nach dem Äquivalenz- und nicht nach dem Leistungsprinzip. Und das ist alles andere als gerecht. In der Anhörung ist diese Herangehensweise des Flächenmodells auch auf verfassungsrechtliche Bedenken gestoßen, auf die die Antragsteller auch gar nicht eingegangen sind. Wir sind der Auffassung, eine Abmilderung des Flächenmodells durch einen Lagefaktor, das reicht uns nicht aus. Was wir wollen, ist ein werthaltiges Modell, das auch für mehr Steuergerechtigkeit sorgt, eine höhere Besteuerung besonders wertvoller Immobilien, die eben nicht auf die Mieten abgewälzt werden sollten. Das müssten wir natürlich im Bund regeln. Das wäre ein wichtiger Beitrag für eine Vermögensbesteuerung. Und deswegen gilt für uns das Prinzip, Gerechtigkeit ist uns wichtiger als Einfachheit. Von den Befürwortern der Flächenmodelle wird nämlich immer behauptet, das sei ja alles viel einfacher zu administrieren. Ich finde, da muss man Prioritäten setzen. Das gilt auch für CDU und GRÜNE. Sie setzen ihre Prioritäten auf vermeintlichen Bürokratieabbau. Wir wollen Steuergerechtigkeit. Warum jetzt eine dritte Lesung? Und da ärgere ich mich dann doch zum Ende von hier so versöhnlichen Stunden doch etwas. Zur zweiten Lesung hatten wir nämlich einen Änderungsantrag zur Förderung von gemeinnützigen Wohnprojekten vorgelegt. Und was ist dann im Ausschuss passiert? Unser Änderungsantrag wurde einfach ohne jegliche Debatte einfach abgelehnt. Schwarz-grüne Arroganz, as it's best. Ja. Es zeigt, es scheint Ihnen gar nicht um die Sache zu gehen, weil Sie nicht einmal mit uns diskutieren wollen, sondern Sie wollten einfach nur einen Antrag der Opposition niederbügeln. Von der CDU sind wir das ja gewohnt. Die würden ja einen Antrag der LINKEN auch ablehnen, wenn wir beantragen würden, die Erde sei keine Scheibe. Das ist ein anderes Thema, geschenkt. Aber hier haben wir einen Änderungsantrag vorgelegt, der ja durchaus im Sinne auch der GRÜNEN sei. Sollte, denn es geht mit einem kleinen, aber feinen Änderungsantrag darum, im Grundsteuergesetz eine Ermäßigung
die bisher vorgesehen ist für Genossenschaften und die auch gut und richtig ist, dass die weiter ausgebaut wird und eben auch für andere Akteure auf dem Wohnungsmarkt, die sich besonders verpflichtet sehen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, dass diese Vergünstigung eben auch für gemeinschaftliche Wohnprojekte gilt, weil die Welt hat sich weiterentwickelt. Es gibt jetzt andere Akteure mit anderen Rechtsformen. An anderer Stelle schaffen sie ja auch Stabsstellen oder Stellen, um Beratungsstellen, besser formuliert Beratungsstellen zur Förderung solcher Wohnprojekte. Aber jetzt, wenn es um das Grundsteuergesetz ist, da wollen Sie nicht mal mit uns drüber reden. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht in Ordnung. In der Anhörung hat das Netzwerk für Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen auf dieses sinnvolle Unterfangen hingewiesen. Wir haben einen, wie wir finden, kleinen, aber feinen Änderungsantrag eingebracht. Der macht ein schlechtes Gesetz nicht zu einem guten Gesetz, aber er hilft ganz konkret Menschen in gemeinschaftlichen Wohnformen. Das ist ein kleiner Beitrag. CDU und Grüne, die haben das in aller Arroganz einfach abgebügelt, ohne jegliche Argumente. Das ist ein bisschen bedauerlich, aber wissen Sie was? Ich wünsche Ihnen trotzdem frohe Feiertage. Vielen Dank, lieber Herr Schalauske. Auch das war eine gute Zeit. Ihnen hätte ich ja heute durchaus noch Zusatzzeit zugebilligt, nachdem Sie mich so nett zitiert hatten vorhin in der Feiertagsdebatte. Da wäre ich heute sehr großzügig gewesen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Redner, und das ist die Kollegin Schardt-Sauer für die Fraktion der Freien Demokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Manches braucht Zeit, auch diese Landesregierung, bis sie manchmal dann Tempo aufnimmt mit den Vorgaben von Bundesverfassungsgerichten. Und so war es auch bei der Grundsteuer. Man kann eins in Anspruch nehmen für die Freien Demokraten. Wir haben A, das Tempo erhöht mit dem Gesetzentwurf, nachdem ein Jahr lang nichts passiert ist. Und zweitens, dass wir die Öffnungsklausel, und das ist ja mal das verbindende Element, genutzt wurde dabei, um das komplizierte Scholz-Modell zu verhindern. Das ist unser erstes Zwischenfazit. Vielen Dank an die Landesregierung, dass Sie noch Tempo aufgenommen haben. Der Gesetzentwurf der Freien Demokraten, ich möchte es mal ganz anders machen. Ich möchte mal zitieren aus einer heutigen Pressemeldung, Erklärung des Vizepräsidenten des Hessischen Industrie- und Handelskammertages, Dr. Christian Gastel. Die Landesregierung vergibt eine historische Chance, die Grundsteuer in Hessen deutlich zu vereinfachen. So geht von der Reform kein entlastendes Signal für Hessens Wirtschaft aus. Im Gegenteil, mit der Einführung der Grundsteuer C für baureife Grundsteige steigt der Druck. Unternehmen werden zur Kasse gebeten, wenn sie für ein späteres Wachstum ihres Betriebes vorsorgen und Flächen für Investitionen bereithalten. Zielführender wäre es, und das wäre doch auch mal was momentan in der Situation für Betriebe, zielführender wäre es, als die schon einmal gescheiterte Grundsteuer C einzuführen, ein Abbau von Regulierung. Das würde echte Anreize schaffen, um baureife Grundstücke zu bebauen. Damit ist wunderbar alles gesagt zum Entwurf dieser Hessischen Landesregierung und warum wir dagegen sind. Der Gesetzentwurf der Freien Demokraten nutzt die Öffnungsklausel, tut genau dies, ein einfach, ein kluges, ein transparentes und planungssicheres Grundsteuermodell. Der Antrag der LINKEN, werter Herr Kollege Schalauske, ich höre wohl zu, wir haben ihn angeschaut, er macht etwas Kompliziertes noch komplizierter. Von daher können wir da absolut nicht mitgehen. Und ansonsten möchte ich getreu unserem Gesetzesvorhaben möglichst unter der Zeitlinie bleiben, einfach, schnell und transparent umzusetzen, das FDP-Modell. Und damit ende ich jetzt. Ich wünsche Ihnen allen etwas erholsame Zeit an Weihnachten und auch, dass wir uns alle wieder gesund wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schardt-Sauer. Nächster Redner ist der Abg. Bernd Pfohl für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!
Einer dritten Lesung fehlt natürlich der Reiz des Neuen. Aber da die Neufestlegung der Grundsteuer praktisch jeden Einwohner unseres Bundeslandes direkt betrifft und die geplante Reform Mehrbelastungen im großen Rahmen mit sich bringen wird, werden wir dieses Thema hier im Plenum sogar noch viel öfter debattieren müssen. An dieser Stelle nur kurz die wichtigsten Fakten zur Entwicklung der Grundsteuer in unserem Bundesland, auf die man bei der Reform eigentlich hätte reagieren müssen. Die finanziellen Belastungen durch die Grundsteuer B ist in Hessen bundesweit im Vergleich innerhalb der letzten 10 Jahre extrem angestiegen. Für die Städte und Gemeinden ist die Erhöhung dieser Steuer ein probates Mittel, um Haushaltsdefizite im Etat auszugleichen und nachzukorrigieren oder auch um Einsparungen zu umgehen. Bei der Analyse der 426 Kommunen in Hessen ist auffallend, dass es hier das höchste Gefälle bei der Besteuerung in ganz Deutschland gibt. Vertreter aus allen Bereichen, vom Mieterbund bis hin zu den Unternehmerverbänden, verweisen kontinuierlich auf die extrem ungleiche Belastung der Haushalte in den verschiedenen Regionen unseres Bundeslandes. Die privaten Haushalte und Wohnraumeigentümer und Mieter wehren sich zunehmend mit Protesten, Demonstrationen und öffentlichkeitswirksamen Petitionen gegen diese Besteuerungswillkür. Aber welche Konsequenzen wurden und werden daraus gezogen? Trotz dieser Entwicklung weigert sich Schwarz-Grün, eine von vielen Seiten vorgeschlagene und nach § 26 des Grundsteuergesetzes mögliche Höchstgrenze für die Grundsteuer festzulegen. Der Grund dieser Weigerung ist offensichtlich. Anstatt die von oben angeordneten Mehrbelastungen für die Kommunen im Einzelfall abzufedern oder auszugleichen, ist es einfacher, das bestehende umfangreiche Handlungsrecht der Kommunen bei der Grundsteuer, das sie teilweise auch sehr stark nutzen, nicht gesetzlich zu deckeln. Es ist schlicht einfacher für Schwarz-Grün, zwecks Vermeidung der Härten, lieber auf Appelle und unverbindliche Vorgaben zu setzen. Die Folgen: Eine über die kommenden Jahre und die Grundsteuerreform hinaus bindende Besteuerung und somit eine Kalkulation des eigenen Kostenbudgets ist für die Haushalte in diesem Bereich nicht durchführbar. Gerade junge Familien, die sich durch eigenen Wohnraum an einen Wohnort binden möchten, sehen sich bei der Grundsteuer B einer hohen Willkür ausgesetzt. Die Belastung durch die Grundsteuer wird für die Eigenheimbesitzer wie für Mieter weiter ungebremst ansteigen. Meine Damen und Herren, was mich aber bei dieser Reform wirklich ärgert, ist, dass die bestehende Ungerechtigkeit der letzten Jahre nicht einmal im Ansatz beseitigt werden soll. Der negative Beigeschmack der Willkür schwingt in dieser Besteuerungsproblematik der Grundsteuer auch nach der Reform kontinuierlich mit und wird durch die zusätzliche Grundsteuer C bestimmt nicht kleiner. Diese Ignoranz gegenüber den Bedürfnissen nach mehr Gerechtigkeit und Gemeinwohl wird zu Recht zu erheblicher Unruhe in der Bevölkerung führen. Es ist schlicht nicht nachvollziehbar, warum Schwarz-Grün diese Chance nicht genutzt hat. Weitere Debatten zu diesem Thema werden daher garantiert in diesem Hause kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Vohl. Nächster Redner ist der Abg. Michael Reul für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das hessische Flächenfaktorverfahren besticht durch seine Einfachheit, gepaart mit der Berücksichtigung von Lageunterschieden. Kurz gesagt, es ist deutlich einfacher als das Bundesmodell und dabei gerechter als das Flächenmodell, welches Lageunterschiede außer Acht lässt.
damit das Modell für Bürgerinnen und Bürger, die Kommunen und die Verwaltung einfach, transparent und auch verständlich. Dadurch wird auch die Akzeptanz eindeutig erhöht. Das Modell folgt konsequent dem Äquivalenzprinzip. Wer von der bereitgestellten Infrastruktur mehr profitiert, durch ein größeres Grundstück oder die bessere Lage, zahlt entsprechend auch mehr Steuern. Lageunterschiede werden also gemacht, allerdings in gedämpfter Form. So werden auch sehr teure Lagen nicht übermäßig bewertet, sodass die Steuer nicht extrem ansteigt. Dafür sorgt der Faktor, der zu einer abflachenden Kurve im Gegensatz zum FDP-Modell führt. Trotzdem wird es Gewinner und auch Verlierer geben. Die gibt es bei jedem Modell. Insgesamt wird in Hessen aber auf eine Aufkommensneutralität geachtet werden. Das Hessische Ministerium der Finanzen wird die Kommunen unterstützen und den Hebesatz mitteilen, der nötig ist, um diese dann auch zu berechnen. Ich fasse zusammen. Das hessische Grundsteuermodell ist gerecht, leicht verständlich und gut handhabbar. Es ist ein Flächenfaktormodell. Die Fläche plus die Lage gibt die Grundlage für den Hebesatz der Kommunen. Besser als ein reines Flächenmodell ist es und einfacher als das Bundesmodell. Wir behalten die Grundsteuer A bei, die Grundsteuer B machen wir besser und wir ermöglichen die Grundsteuer C. Ganz herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtstage und alles Gute für das neue Jahr. Vielen Dank, Herr Kollege Reul. Das war Rekordzeit und ich darf jetzt erteilen Herrn Staatsminister Boddenberg das Wort für die Landesregierung. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dann will ich die Stimmung nicht trüben und keines der Argumente mehr wiederholen, die wir hier ausgetauscht haben. Ich will am Ende eines sehr turbulenten Jahres, das gilt, glaube ich, für uns alle, aber auch für das Finanzministerium, auch für den Finanzminister, zunächst einmal beim Thema Grundsteuer Danke sagen für die aus meiner Sicht in weiten Teilen sehr sachliche Debatte, auch wenn wir am Ende unterschiedlicher Auffassung waren. Aber ich hatte ja beim letzten Mal und Kollegen der Regierungsfraktionen auch dargelegt, wie das in den einzelnen Ländern, auch parteiübergreifend, durchaus Unterschiede hat. Also ich glaube, dass wir jedenfalls, was die Debatte anbelangt, da ein gutes Ergebnis am Jahresende vorweisen können. Und jetzt freue ich mich darüber, dass die Arbeit losgeht. Das ist die Bemerkung zur Grundsteuer. Und wenn ich das turbulente Jahr und das durchaus auch sehr ereignisreiche und in manchen Landtagsdebatten auch in hitziger Form wiedergegebene Jahr vielleicht noch nutzen darf, zum Schluss einen etwas versöhnlichen Punkt anzusprechen, Kollegen Weiß, ich gucke mal Sie an und Frau Kollegin Schardt-Sauer, aber auch andere aus dem Haushaltsausschuss und Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen zur Haushaltspolitik. Sie haben in den letzten Wochen mehrfach angemahnt, dass nach dem Urteil des Staatsgerichtshofs es jetzt aus Ihrer Sicht angezeigt sei, dass man frühzeitig Gelegenheit hat, als Abgeordnete und Fraktionen mit den Konsequenzen dieses Urteils umzugehen. Ich möchte Ihnen gerne anbieten, dass wir das noch vor Weihnachten versuchen und wir am nächsten Dienstag, ich jedenfalls Ihnen anbieten möchte, dass wir haben noch eine Fraktionssitzung danach, in welcher Form auch immer, in Präsenz oder gerne auch über andere Medien wie WebEx oder Zoom, ich Sie mal darüber in Kenntnis setze, gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden und Haushaltspolitikern der Regierungsfraktionen, was wir denn vorhaben und was sich aus diesem Urteil an Konsequenzen ergeben hat. Das ist jetzt nicht der Versuch, Ihr Weihnachtsfest oder die letzten Tage vor Weihnachten in Probleme zu stürzen und Ihren Weihnachtseinkauf zu verhindern, sondern der wirklich ernsthafte Versuch, dass wir so früh wie möglich Sie über die Konsequenzen dieses Urteils informieren. Im Haushaltsentwurf 2022 sind 1,6 Milliarden Euro vorgesehen für Corona. Sie wissen, dass wir die Maßnahmen alle uns angeschaut haben und einige auch dabei sind, die in erster Linie die wirtschaftliche Stimulation hatten, die der Staatsgerichtshof so nicht akzeptiert in seinem Urteil. Wir haben aber auch noch einige neue Ereignisse. Ich nenne noch einmal das Thema Tests und Impfungen und anderes mehr, über die wir in 2022 oder mit denen wir rechnen müssen, die dreistellige Millionenbeträge kosten will. Ich hatte Ihnen schon einmal gesagt, dass am Ende des Tages
wir auch sicherlich über die Frage Notlagenfeststellung reden. Da sind wir, glaube ich, im Einklang mit fast allen Ländern und aktuell auch dem Bund. Also es gibt ein bisschen was zu besprechen am nächsten Dienstag, und das möchte ich Ihnen gerne anbieten. Die Einladungen gehen heute noch raus, aber wenn ich hier schon heute am Pult stehe, kann ich das ja auch erst einmal in mündlicher Form tun, damit Sie nicht nachher sagen, hätte ja mal auch einen Satz dazu sagen können. Herzlichen Dank für das Miteinander, auch wenn es hin und wieder streitig ist. Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 2022. Danke sehr. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende der Aussprache der dritten Lesungen, muss man ja in diesem Fall sagen. Grundsteuergesetze. Wir rufen Sie dann im Abstimmungsblock wieder auf.